Ja, hallo, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Professor Dr. Karl-Peter Fischer und ich bin von vielen Studenten und von vielen Kollegen und Kunden gebeten worden, weil ich sehr oft in Projekte mit einer sogenannten SWOT-Analyse einsteige, ob ich die nicht noch einmal kurz erklären könnte an einem Anwendungsbeispiel. Für die Interessierten, ich habe hier auf meinem YouTube-Channel eine Darstellung im Rahmen des Marketing-Management-Prozesses, habe ich zwei Videoeinheiten drinnen zu dem Thema SWOT-Analyse und zu diesem Thema SWOT-Optionen-Generator. Heute ganz kurz ein kleiner Anwendungsfall, wo setze ich denn überhaupt diese SWOT-Analyse ein? Also die SWOT-Analyse ist ein recht interessantes Tool, ein sehr interessantes Tool, das mir bei der Entwicklung von Marketing-Management-Prozessen und bestimmten Vorhaben eine große Hilfestellung ist, um bestimmte Optionen herauszubekommen, in welche Richtung soll ich mich denn in Zukunft strategisch und auch mit meinem Marketing, mit Blick auf Online-Marketing vielleicht auch, wohin soll und kann ich mich da bewegen. Und da ist die SWOT-Analyse ein sehr gutes und traditionelles Tool, die wichtigen Informationen auf deren Grundsatz oder auf deren Bausteine dann letztendlich das Gebäude der nächsten Schritte aufgebaut werden kann. Ich habe mir hier auf dem Flipchart ein paar Sachen vorbereitet. Die Idee ist zu sagen, wir nehmen einen kleinen Beispielsfall, weil ich von einigen Immobilienmaklern angesprochen wurde, die natürlich auch sehr, sehr stark interessiert sind, was bedeutet die Digitalisierung, was bedeutet die Digital Readiness für uns in Zukunft und wie müssen wir uns in Zukunft als Immobilienmakler aufstellen und ausrichten, um auch in Zukunft in diesem Business noch ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu haben und eben auch in den Märkten erfolgreich kommunizieren zu können. Also nehmen wir das Beispiel, setzen wir uns die Brille auf und sagen, wir sind jetzt Immobilienmakler und wir möchten schauen, in welche Richtung wollen wir uns denn in den nächsten 2 bis 3 Jahren verschieben, wohin können wir uns überhaupt verschieben und welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf unser Business und auf unser Businessmodell. Ein schöner Einstieg ist hier, das habe ich auch in meinen Vorlesungen oder auch in den 2 anderen Präsentationen, die auf meinem Channel sind. Ein gutes Tool zum Einstieg ist immer die sogenannte PEST-Analyse, Political, Economical, Social und Technological Analysis. Das heißt, ich schaue mir jetzt mit dieser Brille, ich bin Immobilienmakler und wohin kann und wohin soll ich mich in Zukunft bewegen, wohin kann ich mich bewegen, was ist die Strategie von meinem erfolgreichen Heute in ein erfolgreiches Morgen, was muss ich tun, wohin muss ich gehen. Und hier beginne ich oder ich würde hier immer erst beginnen mit einem Scan dieser sogenannten Makroumwelt. Sie sehen oder ihr seht ganz schön diese Makroumwelt in Deutschland oder in Deutschland, Österreich und Schweiz von diesen unterschiedlichen Schulen, ob das St. Gallen ist, ob das auch Meffert in Deutschland ist. Alle bauen das ein bisschen anders aus als Kotler mit seiner sogenannten PEST-Analyse. Dort ist es eben Political, Economical, Social und Technological Analysis. Aber im Grunde sind in dieser Makroumwelt, das was ich hier hingezeichnet habe, auch diese Punkte beinhaltet sogar noch ein bisschen mehr. Und deswegen nutze ich eigentlich immer dieses Schema, das ich dann im Kopf schnell durchspiele. Und dann an den Stellen, wo ich weiß, wo ich feststelle, dass mir Informationen fehlen, werde ich dann eben vertiefen. Die Punkte sind, ich wiederhole sie nochmal, Gesellschaft, Kultur, Staat, Recht, Politik, Technologie, Wirtschaft und Umwelt. Das große Problem oder die Frage, die dann immer Studenten oder Firmen an mich stellen, wenn sie das selber im Workshop machen, das Problem ist, man verwechselt die Punkte dieser sogenannten Makroumwelt, verwechselt man oft mit der spitzer werdenden Mikroumwelt, denn diese Mikroumwelt bestehend aus dem relevanten Markt, wo ich als Immobilienmakler zum Beispiel mit meinem eigenen Unternehmen tätig bin. Ich habe natürlich in diesem von mir abgesteckten relevanten Markt es mit unterschiedlichen Wettbewerbern zu tun. Und diese Wettbewerber können direkte Wettbewerber sein, die das gleiche Business machen wie ich. Es können aber auch indirekte Wettbewerber sein, die zum Beispiel, und das sind die gefährlichen, die zum Beispiel aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung vielleicht aus einer ganz anderen Branche kommen, aber in der Lage sind, hier komplett alles zu verändern, weil sie die Techniken für diese Vorgehensweise beherrschen. Aber dazu werden wir nachher gleich ein Beispiel
machen. Und dann natürlich ganz wichtig in dieser Mikroumwelt der Kunde im Fokus, und das ist eigentlich das Wichtigste, auf das ich mein ganzes Marketingkonzept der Zukunft aufbauen werde. Also das Erste ist, ich prüfe nun die sogenannte Makroumwelt und sage, ich mit meinem Unternehmen, Immobilienunternehmen, vielleicht in München, vielleicht in Wien, vielleicht bin ich auch international tätig. Ich bin nicht alleine in dem von mir abgesteckten, relevanten Markt, sondern dieses Spielfeld, diese Spielwiese, dieser relevante Markt, in dem ich mich befinde, in dem sich meine Wettbewerber, direkten und indirekten, befinden und in dem sich natürlich meine Kunden und Kundinnen und Bedarfsgruppen befinden, das ist natürlich nicht isoliert, sondern das Ganze wird umgeben, ist eingebettet letztendlich von dieser Makroumwelt, und diese Makroumwelt wirkt in unterschiedlichen Dimensionen auf unser Business. Also ich setze mir die Brille auf, ich vergleiche das immer mit einer Brille, ich setze mir die Brille auf und sage, ich bin Immobilienmakler, weil ich das gleiche Spiel natürlich machen könnte, wenn ich aus der Industrie komme oder aus einem ganz anderen Business. Der Ablauf, der Prozess, und das ist das Schöne an diesem Marketingmanagement, der ist immer der gleiche. Nur die Variablen innerhalb und füllen sich anders auf. Ja. Schauen wir uns mal an die Gesellschaft. Also ich stelle mir die Frage, jetzt wenn ich es praktisch mache als Immobilienmakler, wie hat sich denn die Gesellschaft verändert? Wie wird sich die Gesellschaft in Zukunft noch verändern? Und wie wird diese Veränderung, welche Auswirkungen wird die Veränderung in der Gesellschaft auf mein Business als Immobilienmakler haben? Und wie wird das den Markt, in dem ich tätig bin, in Zukunft verändern? Studenten haben es natürlich hier schwerer, weil sie müssen nämlich alles, was sie hier erzählen, also alle Punkte, die aus der Gesellschaft, alle Trends, die auf das Unternehmen einwirken, natürlich auch belegen müssen mit Fundstellen, durch Studien, durch internationale Studien. Und in der Praxis muss man das natürlich auch, aber man muss es jetzt dann nicht für sich selbst, wenn man es für sein eigenes Unternehmen macht, so stringent letztendlich dann belegen und zitieren. Also welche gesellschaftlichen Trends und Veränderungen verändern unser Business und auch unseren Markt im Bereich, wenn ich Immobilienmakler bin? Ein Punkt wird sein vielleicht die Alterspyramide. Ja, wir werden alle in Europa immer älter. Das heißt, die Gesellschaft verändert sich. Die Gesellschaft auf einem höheren Level noch verändert sich. Die Gesellschaft wird älter in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und auch in Japan. Wir sind die da vorne, ganz vorne mit dabei sind. Wir werden immer älter, immer älter, immer älter. Das heißt, immer ältere Menschen und immer weniger Jugendliche oder junge Menschen werden das, was ein Immobilienmakler bisher anbietet, einfordern oder suchen. Das heißt, wir werden anders leben, wir werden anders wohnen. Der Megatrend Urbanization zum Beispiel wird hier auch voll zu Buche schlagen. Die Entwicklungen, die Tendenzen, dass junge Menschen wieder immer mehr in die Städte ziehen. Wer in die Stadt zieht, wenn es in die Städte hineintreibt, hat auch kein Auto. Er ist mobil, aber er hat kein Auto. Weil, warum? Er hat auch gar keine Parkplätze. Und er bewegt sich mit anderen Fortbewegungsmitteln innerhalb der Stadt ganz anders. Das heißt, auch unsere Städte werden sich mit Blick auf Immobilien in Zukunft massiv verändern. Und auch die Anforderungen der Bedarfsgruppe, also derjenigen, die Wohnungen, die Wohnraum, die Häuser suchen, ja, diejenigen werden natürlich ganz andere Anforderungen stellen an Wohnraum und wie man lebt und wie man wohnt. Jetzt überlegen Sie sich einfach als Immobilienmakler, welche gesellschaftlichen Veränderungen wirken noch auf mein Business ein oder können auf mein Business einwirken. Weil, warum machen wir das Ganze? Vielleicht das noch vorneweg. Das bin ich auch oft gefragt worden. Wir wissen ja nachher, dass wir in der SWOT-Analyse, in dem SWOT-Optionen-Generator, dass wir Stärken und Schwächen und Chancen und Risiken zusammenfassen und uns dann anschauen in einer Art Szenariotechnik, welche Chancen und Risiken und welche Stärken und Schwächen für dieses zukünftige Vorhaben haben wir denn in unserem eigenen Unternehmen als zum Beispiel Immobilienmakler und wie können wir uns darauf einstellen. Also Chancen und Risiken. Welche Chancen und Risiken
aus der Gesellschaft, aus dieser Entwicklung, aus den Megatrends, welche Chancen und Risiken kommen unweigerlich auf mich zu. Und denken Sie daran, ja, Megatrends, das ist jetzt nichts, was einfach um die Ecke kommt und sagt, boah, jetzt ist es da, sondern Megatrends sind, man spricht von Tsunamis oder Lawinen in Zeitlupe. Man sieht die Megatrends schon ganz, ganz, ganz weit da hinten, wie sie sich langsam aufbäumen und langsam kommen. Und dann halt irgendwann, wenn sie in Kombination mit den Technologien und mit der Akzeptanz in der Gesellschaft angenommen werden, dann kommen sie und dann haben wir die sogenannten disruptiven Techniken, die momentan eben sehr, sehr stark diskutiert werden und die momentan unser Business, egal in welchem, ob ich jetzt Immobilienmakler bin oder in einem anderen Business bin, momentan sehr, sehr, sehr stark durcheinander werfen. Und jeder muss sich selbst in seinem Business mit seinem Geschäftsmodell die Frage stellen, wohin wollen wir in Zukunft und wie wollen wir uns in Zukunft aufstellen und wo ist unser erfolgreiches Morgen, damit wir dann da auch noch erfolgreich sein können. Und so gehen Sie einfach nach dieser Liste, die ich Ihnen auch in meinen Unterlagen gegeben habe, so spielen Sie einfach die unterschiedlichsten Punkte durch. Welche gesellschaftspolitischen Gesichtspunkte beeinflussen mein Vorhaben, mein Business als Immobilienmakler? Welche kulturellen Gesichtspunkte muss ich beachten? Welche staatlichen, welche rechtlichen Vorgaben gibt es, die unbedingt in Zukunft in mein Konzept hineingehören? Wie regelt der Staat das Maklertum? Was muss ich als Immobilienmakler rechtlich in Zukunft beachten? Was fließt in mein Business ein? Also prüfen Sie bei der Makroumwelt, bei Chancen und Risiken. Prüfen Sie Staat, Recht, Politik. Was kommt aus dem Staat an Vorgaben? Was kommt rechtlich für Vorgaben? Was gibt es für neue Vorgaben? Welche Vorgaben werden in Zukunft kommen? Und wohin will die Politik? Und wo muss ich bei der Politik aufpassen und nicht? Ganz, ganz wichtig, weil ich vorhin schon angesprochen habe, Megatrends. Megatrends hängen natürlich immer sehr stark Gesellschaft und Technologie zusammen. Das heißt, es gibt eine Menge an neuen Technologien, die eben auch mein Business als Immobilienmakler komplett verändern können. Dann natürlich ganz wichtig, die wirtschaftliche Situation in dem Land, in dem ich natürlich makeln möchte. Und dann eben Umweltgesichtspunkte, die heute ganze Business-Ideen einfach lahmlegen können. Es hängt eben davon ab, welchen Fußabdruck hinterlassen Sie in der Umwelt und wie gehen Sie mit der Umwelt um. Das heißt, das sind alles die Punkte der Makroumwelt. Wie gesagt, wer es detailliert als Präsentation haben will, finden Sie auch hier in meinem YouTube-Channel unter dem Punkt Marketing Management Reloaded, also Marketing neu aufgeladen mit Blick auf die Digitalisierung. Also das müsste eigentlich zum Einstieg langen. Wir haben die Makroumwelt und als nächsten Punkt haben wir eben die Mikroumwelt. Und beide Sachen brauchen wir für die SWOT-Analyse, weil wir die Chancen und Risiken aus der Makroumwelt bekommen und weil wir die Stärken und Schwächen immer im Vergleich eigenes Unternehmen, Befriedigung der Bedürfnisse der Bedarfsgruppe im Vergleich zu den Wettbewerbern hier eben die Stärken und Schwächen unseres Unternehmens für ein bestimmtes Vorhaben herausziehen. Also das zum Einstieg, um alle wieder an Bord zu holen, was wir dann eigentlich hier machen. Und das Beispiel war, wie mache ich eigentlich so eine SWOT-Analyse? Ich habe dir das nochmal als kleine Abbildung für Sie hin oder für euch hin. Da seht ihr es also nochmal, das waren die zwei Punkte, die wir besprochen haben, Makroumwelt und Mikroumwelt. Jetzt versuchen wir das mal zu sammeln. Wie gehen Sie da vor? Also Sie spielen das durch und sammeln sowohl Chancen und Risiken in der Makroumwelt und Sie sammeln Stärken und Schwächen in einer ganz einfachen Stärken- und Schwächenanalyse im Blick auf Ihr bestimmtes Vorhaben. Das Vorhaben könnte jetzt sein, wenn Sie sagen, wir wollen in Zukunft zum Beispiel unser Marketing verbessern, unsere Kommunikation, unseren Vertrieb als Immobilienmakler. Wie bieten wir in einer immer digitaleren Welt, in einer digitaleren Kommunikation unsere Produkte überhaupt noch erfolgreich an? Okay, also Sie prüfen die Gesellschaft durch, erkennen, dass hier viele wichtige Punkte sind, die auf Ihr Vorhaben einwirken können. Und Sie prüfen dann das eigene Unternehmen und sammeln dann Ihre Stärken, zum Beispiel in der Kommunikation, im Vertrieb und prüfen, wo sind wir gut, wo sind wir schlecht.
Ich habe hier mal so ein kleines Beispiel zusammengestellt, nur einen Punkt. Und aber ich denke, dieser eine Punkt, um das auch nicht zu lange heute zu machen, diese kleine Session für Sie, ich habe jetzt mal einen Punkt herausgearbeitet. Also, ich prüfe in der Makroumwelt als erstes den Punkt Gesellschaft. Welche gesellschaftspolitischen Veränderungen und vielleicht technologischen Substitutionen und Veränderungen verändern meine Kommunikation, meinen Vertrieb in oder als Immobilienmakler mit meiner zukünftigen oder mit meiner aktuellen Bedarfsgruppe? Chance. Als Chance zum Beispiel habe ich erkannt, in der Gesellschaft besteht ein Trend der sogenannten Internetsuche. Das heißt, wir haben, glaube ich, 62.000 Suchanfragen allein in Deutschland pro Sekunde, alleine bei der Suchmaschine Google. 62.000 Menschen pro Sekunde geben eine Suchanfrage in einen Schlitz ein, und in Zukunft, auch das habe ich in meinen anderen Präsentationen bereits ausgeführt, in Zukunft werden die Leute nicht mehr in den Schlitz einer Suchmaschine hineinschreiben, sondern sie werden nur noch mit der Suchmaschine sprechen, sei es mit Siri, sei es mit Google oder mit Amazon. Schauen Sie nur die Alexa an, mit der Sie in Zukunft nur noch als mit Sprache kommunizieren. Also der Trend der Internetsuche: Menschen vertrauen Suchmaschinen, Menschen nutzen Suchmaschinen. Wir haben circa allein in Deutschland 120.000 Suchsysteme laut Karl Kratz, die neben der großen Suchmaschine Google massiv ansteigen, massiv von Bedeutung sind, Spezialsuchmaschinen sind, die in vielen Bereichen viel besser sind als die Suchmaschine Google. Also ich stelle fest, Chance 1, Trend der Internetsuche: Menschen, das heißt meine zukünftige Bedarfsgruppe, informiert sich über das Internet, vertraut dem Internet. Es kommt hinzu, dass sie das alle heute mobile machen, mobile first. Also die Leute googeln oder gehen in eine Suchmaschine, aber über ihr Handy oder über ihr iPad oder ihr Tablet. Und wenn man sich die Statistiken und die Studien anschaut, dann nimmt die Suche über PCs immer mehr ab oder über Desktop-Computer, und das Ganze passiert mobile. Das könnte jetzt aber eine Chance sein für Sie als Immobilienmakler mit Blick auf Ihre Kunden, die sich aufgrund dieser gesellschaftlichen und technologischen Trends verändern. Könnte das für Ihr Business eine Chance sein? Der Immobilienmakler bringt sich online ins Spiel und bietet, also Trend, Internetsuche, Menschen suchen und informieren sich online, das ist die Chance. Makler bringt sich online ins Spiel, erkennt damit neue Märkte, kann eine ganz andere Kundennähe praktizieren. Stellen Sie sich nur vor, Sie kommunizieren online mit Ihren Kunden, Sie kommunizieren über WhatsApp. Stellen Sie sich vor, in Zukunft, Sie sind auf Facebook, Sie zeigen den Leuten mit allen Möglichkeiten, die es da gibt, Sie zeigen die Filme, Sie machen die Hausbesichtigungen, Sie machen die Wohnungsbesichtigung mit einer Snapchat-Brille, Sie machen es via Livestream über Facebook, Sie machen es via Livestream über YouTube. Das heißt, es gibt ganz, ganz andere Möglichkeiten. Sie nutzen die neue Entwicklung aus Gesellschaft und Wirtschaft von Cyberspace. Sie nutzen Augmented Reality. Sie können praktisch, wenn Sie sich jetzt an diese veralteten Exposés, Print-Exposés erinnern, die Sie erstmal teuer produzieren müssen, die eindimensional sind, die nur printbasiert sind und die Sie dann auch noch an die Zielgruppe bringen können, wenn Sie jetzt mit Blick auf das Kundenerlebnis und auf die Informationsdichte dieser neuen Medien, wenn Sie sich das anschauen, dann ist natürlich ein Exposé eines Projektes, einer Immobilie, ist natürlich digital, in einer digitalen Welt mit all den Rich-Media-Möglichkeiten, die wir dort haben, an Bildern, an dreidimensionaler Darstellung, an Audio, an Filmen, an aufgesetzter Realität, ist natürlich eine ganz andere Möglichkeit, mit dem Kunden, mit ihrer Bedarfsgruppe zu kommunizieren, als über alte Printkataloge und veraltete gedruckte Exposés, die sie dann auch gar nicht an den Mann bringen, weil sie gar nicht den Zugriff auf bestimmte Netzwerke
in dieser Form haben. Also einfach mal das als Chance mitzunehmen, nicht immer nur als Bedrohung, sondern als Chance und sagen, okay, ich kann hier sehr, sehr, sehr viel digital tun. Denken Sie nur an die Idee Snapchat. Snapchat, junge Menschen werden in Zukunft immer mehr Snapchat nutzen. Es gibt es heute schon, gibt es eine Snapchat-Brille, die setzen Sie sich auf und mit dieser Brille können Sie praktisch sofort durch eine Immobilie durchmarschieren, aufnehmen, dokumentieren und das Ganze ist im Livestream sofort online. Und wenn Sie Ihre potenziellen Kunden darüber zum Beispiel informieren, Achtung, ich bin jetzt online, ich bin in der Immobilie XY, wollen Sie mit mir in der Cyberwelt, wollen Sie mit mir virtuell mitmarschieren, dann klicken Sie hier auf WhatsApp oder gehen Sie mit mir auf Pinterest oder gehen Sie mit mir auf Snapchat und verfolgen mich auf Snapchat. Können mir Fragen stellen und ich marschiere hier durch diese Immobilie durch. Also, eine große Chance, diese Veränderung. Und jetzt schaue ich hin und sage, naja gut, Chancen und Risiken haben wir gesagt, kommen hierher. Was könnte jetzt das Risiko sein? Wir haben gesagt, Online-Suchsysteme und Vergleichsportale werden immer intelligenter. Stichwort Artificial Intelligence. Und bieten optimale Informationen in Echtzeit und in einer enormen Geschwindigkeit. Und Nutzung von Video, Livestream, was ich gerade erklärt habe, transparente Bieteverfahren und so weiter, sind heute eben möglich und werden eben auch von innovativen Immobilienmaklern eingesetzt oder von irgendjemandem, wie ich gesagt habe, von einem anderen Wettbewerber, der einfach die Technik hat. Also überlegen Sie sich, suchen Sie Ihre Wettbewerber in Ihrem relevanten Markt nicht immer unbedingt in der eigenen Suppe, sondern schauen Sie auch ein bisschen über den Tellerrand. Als Beispiel denken Sie an die Taxibranche, die geglaubt hat, sie sind unverwundbar in den Städten, in den Ländern. Und wenn Sie sich jetzt das Unternehmen Uber anschauen, die mit einer App jeden praktisch zum Taxifahrer machen können, dann ist es ein indirekter Wettbewerber, der über neue Technologien praktisch eine komplette Disruption, eine Disruption, ein Zerreißen alter Geschäftsmodelle nach sich zieht. Oder denken Sie an die sicher geglaubte Hotellerie oder Hotel- oder Tourismusbranche, wie momentan Airbnb den Markt aufmischt, dadurch, dass wir uns alle eben online beteiligen können und dass jeder von uns praktisch zum Vermieter, zum Hotel werden kann und wir uns austauschen, ich meine Wohnung, mein Haus in München jemand anders zur Verfügung stelle, ich werde kurzzeitig für ein paar Wochen oder für eine Woche oder ein paar Tage Hotelier zur Zeit des Oktoberfests, vermiete da Zimmer oder umgekehrt, ich gehe nach Wien, ich gehe nach Barcelona mit Airbnb, lerne nette Menschen kennen und gehe halt nicht mehr traditionell wie früher über Hotels und über die Hotellerie und über deren Suchmaschinen, sondern ich benutze halt Airbnb. Also immer das auf dem Radar haben, deswegen machen wir das mit den Chancen und Risiken, damit wir einfach nichts verschlafen und eben auch als jetzt für unser Beispiel als Immobilienmakler da in Zukunft gut dabei sind. Also Risiko erkannt, Artificial Intelligence, vergessen Sie das nicht, gerade im Bereich Makler, alles was mit Makler zu tun hat, ja, speziell auch mit Immobilienmaklern. Sie müssen sich in Zukunft überlegen, weil die Suchmaschinen und die Suchsysteme immer intelligenter werden aufgrund dieser Artificial Intelligence und viel, 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 viel schneller sind als ein Einzelner. Und deswegen werden bestimmte Bereiche aus dem Immobiliengeschäft, in dem Businessmodell Immobiliengeschäft, für mich in Zukunft mit Sicherheit wegbrechen, weil der Roboter, weil die Suchmaschine, weil das Suchsystem das viel, viel besser und viel, viel schneller machen kann als eine einzelne Person. Und von diesen Veränderungen, dieses Risiko betrifft eben nicht nur jetzt bei unserem Beispiel Immobilienmakler, es wird auch Patentanwälte treffen, es wird auch Anwälte treffen, es wird Diagnoseärzte treffen, also Zielgruppen und Branchen, die momentan glauben, dass sie unersetzbar sind. Aber da, wo eine Maschine einfach besser ist als der Mensch, da wird man digitalisieren. Also alles, was sich digitalisieren lässt, Sinn macht, Zeit und Geld spart, wird in Zukunft digitalisiert werden, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Was Sie können als Immobilienmakler, Sie können mit einer solchen Vorgehensweise, können Sie diese Entwicklungen auf dem Radarschirm haben, Chancen daraus erkennen und Risiken daraus erkennen und dann eben da dagegen steuern und dagegen zu halten. Und dann eben denken Sie bei diesem Risikopunkt Suchsysteme, Artificial Intelligence, wie müssen Sie in Zukunft beraten und mit welchen Tools und mit welchen Instrumenten, dass Sie mit Google mithalten können oder mit irgendeiner anderen Suchmaschine.
halten Sie nicht mit dieser Suchmaschine Schritt und sind schlechter als diese Suchmaschine, wird man Sie ganz einfach ersetzen und das ist dann eben die Disruption und die wird auch dann Sie treffen. Also mein Tipp, überlegen Sie sich, wie können Sie sich in die Digitalisierung in dieses Spiel einbringen. Überlegen Sie, welche Systeme können Sie selber nutzen, welche Systeme können Sie über Kollaboration vielleicht mit Ihren eigenen Kunden zusammen nutzen und an welcher Stelle sind Sie heute immer noch besser als Mensch oder als Verkäufer als eine Maschine. Also achten Sie darauf. Stärke. Jetzt habe ich den Punkt immer noch Gesellschaft, Technologie durch die Brille des Immobilienmaklers und ich habe immer noch diesen gleichen Punkt und ich sage, okay, wie gut sind wir denn jetzt, was ich erzählt habe, Suchsysteme, Online-Marketing, die Geschichten, die auf uns zukommen und dann prüfe ich einfach hier unten in einer Stärken- und Schwächenanalyse, prüfe ich eben, wie gut sind wir, welche Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale im Blick des Online-Marketing, im Blick der Digitalisierung, mit Blick auf Suchsysteme, mit Blick auf die Digitalisierung haben wir denn? Haben wir in unserer Präsentation, in unseren Kundenpräsentationen, in der Kommunikation, im Marketing und im Vertrieb? Und gehen Sie ja nicht den Fehler ein, was viele immer sagen, naja, das Online-Marketing, Internet gehen, das kostet ja nichts. Ja. Es kostet viel, viel mehr unterm Strich, wenn Sie es richtig machen und es kostet viel mehr Aufwand, als früher irgendwo eine Anzeigenschaltung vielleicht gebracht hat oder der Druck von ein paar Exposés, die Sie dann irgendwo in einem kleinen Raum, in einem kleinen relevanten Markt verteilt haben. Also es ist komplexer geworden, es ist schwieriger geworden, aber es ist immer noch ein hochinteressantes Feld. Also Stärke. Es könnte sein, dass Sie hier eine Stärke haben. Makler ist digital ready, beherrscht das Online-Marketing und kann oder wird dies in Zukunft ausbauen. Er ist in der Lage, die Online-Infos für den Kunden zu verdichten. Oder sollten Sie in diesem Bereich, sollte herauskommen, dass Sie eine Schwäche haben. Makler ist nicht online ready. Er erkennt die Spielregeln nicht. Er verliert seine Berechtigung gegenüber einem intelligenten Suchsystem und macht sich einfach ersetzbar. Also, was ich Ihnen jetzt hier zeigen wollte, ist, wie gehe ich an eine SWOT-Analyse heran? Im ersten Teil, in den ersten 25, 27 Minuten, wie gehe ich ran? Und ich habe es einmal durchgespielt, Makro und Mikro, an dem Beispiel die Veränderung Trendsuche im Internet, online affin, mobile. Ich habe also den Fokus gelegt auf unsere Kunden und so können Sie mehrere Punkte natürlich durchspielen und auch bei dem Punkt Gesellschaft und Technik natürlich auch noch viele, viele Punkte. Ich habe jetzt nur als Beispiel einen Punkt herausgegriffen, den ich dann durchgespielt habe. Im nächsten Video, gleich im Anschluss, zeige ich Ihnen dann, wie wir diese Informationen, jetzt mitnehmen und wie wir diese Informationen dann, oder die jetzt von uns gefundenen Chancen und Risiken, Stärken und Schwächen, wie wir die dann in den sogenannten SWOT-Optionen-Generator einfließen lassen, weil bis jetzt, und das ist das, was mich viele fragen, naja, was macht denn dann die SWOT-Analyse so interessant? Interessant macht die SWOT-Analyse, dass ich nach dieser Sammlung, jetzt kommt der nächste Schritt, jetzt muss ich natürlich in einer Art Szenariotechnik, ich nenne das Optionengenerator, muss ich natürlich diese Punkte jetzt miteinander verknüpfen und bestimmte Schritte, Maßnahmen, Optionen daraus ableiten. Und das, wie gesagt, machen wir jetzt dann in dem nächsten Video. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass ich euch in diesen 29 Minuten nicht zu sehr gelangweilt habe und ich hoffe, wir sehen uns gleich im zweiten Video, wenn wir dann den Optionengenerator kurz durchspielen und dann war es das für heute auch schon wieder. Also vielen Dank, tschüss, bis zum nächsten Movie. Ciao!